Ich schrei wie von der Tarantel gestochen, wenn was ist. Ich habe gerade eine Mücke in meinem Sichtbereich. Von daher kann ich auch schreien. Ah! Mücke. Ja, ich versuche sie gleich mal irgendwie zu klatschen. Aber. Oh, eine Ameise auf meinem Tisch. Da war wohl mal eine Ameise. Jetzt ist sie weg. Jetzt habe ich auch Nahrung verloren. Also die Mücke, nicht die Ameise auf Markus Tisch. So, jetzt müssen wir ab. Achso, jetzt abgehen. Worauf ich vorhin noch hinaus wollte, ist der Punkt. Vorsicht, hier steht jemand. Ach nee, hier steht keiner. Hier fährt einer hoch. Ist der Punkt, dass man ja das immer so schön sieht. Ein Projekt wird beschlossen. Kurze Zeit später, wir brauchen länger. Kurze Zeit später, wir brauchen noch mehr Geld. Kurze Zeit später, das Budget, was wir vorausgeplant haben, verdoppelt sich nochmal. Das ist so die Sache, wo ich sage, okay, du kannst bei einem Projekt, was 2 Millionen kosten soll, oder was 2 Millionen, wo in der Ausschreibung von dem Unternehmen steht, ja, wir brauchen dafür 2 Millionen, kannst du von vornherein ausgehen, dass das Ding mindestens 5 braucht. Die kalkulieren einfach so einen Scheiß, kurz gesagt, da zusammen, was du nicht einhalten kannst, einfach nur, damit sie den Auftrag kriegen und die Ausschreibung gewinnen. Das ist der einzige Grund, warum sie das machen. Und dann kommen sie hier, ja, das kostet doch mehr und wir brauchen noch ein bisschen, wir haben uns da etwas verschätzt. Und das ist so die Sache, Entschuldigung. Was ich nicht verstehe, warum der Staat da nicht mal eingreift und sagt, hier Leute, ihr habt eine einzige Möglichkeit, wo ihr das Budget erhöhen könnt und das auch nicht mehr als die Hälfte. Damit die Leute endlich mal lernen, es ordentlich anzugeben. Und nicht immer nur so hier, ja, Hauptsache wir kriegen den Auftrag, aber ob das Ding dann am Ende für, oh, holla, was ist denn hier los? Ob das Ding dann am Ende durchgeht für Verkehrszeit. Ob das Ding dann am Ende durchgeht mit mehr als dem Doppelten an dem, was kalkuliert war, oder auch weniger oder vielleicht noch mehr, das ist dann scheißegal. Hauptsache sie gewinnt die Ausschreibung und es ist für die. Jetzt bist du an der Reihe, Markus. Hm? Ich sagte, jetzt bist du an der Reihe. Achso, das kam zu leise rüber. Ich glaube, das kommt nicht nur dadurch, dass immer schön der Preis gedrückt wird, damit das schön rüberkommt. Ich glaube, das liegt auch daran, eben an dem Thema, was wir eben gerade hatten mit den neuen Brandschutzmaßnahmen oder generell allgemeinen Maßnahmen, die dann geändert werden müssen. Und natürlich dann mehr Geld reinkommt, um abzuändern. Was sind das hier für ein helles Licht, ja? Also das? Ja. Das ist mein Fernlicht. Na super. Das ist hier, als hättest du Neon angemacht in der Kabine. Durch diese Sachen kommt das eine mal zustande und ich glaube, einerseits wäre es auch möglich, dass, oder ist es, glaube ich, ist wahrscheinlich auch Tatsache, dass einfach die Möglichkeiten, mit denen man das berechnet, einfach viel zu alt sind. Ey! Aber jetzt weißt du, warum ich gerade eben schon ey gerufen habe. Man überholt doch nicht rechts, Mensch, bist du denn Deppert? Ja, wir fahren aber auch die ganze Zeit in der Mittelspur, was man eigentlich auch nicht macht. Das ist nicht verboten, ja. Rechtsfahrgebot. Ja. Aber so wirklich ist es nicht verboten. Doch, ich hasse Metropolfunktion, genau. Motorfehlfunktion. Hatten wir das nicht schon mit Metropolfunktion? Das hatten wir oft genug. Irgendwie klingelt es da gerade bei mir. Ich verspreche mich doch oft genug. Oh, jetzt ist mal Verkehr, wo ich sage, okay. Jetzt ist mal okay. Jetzt ist mal cool. Jetzt kommt ein wenig da auch mal ein bisschen was entgegen und man hat mal ein paar andere Leute mit. Ja, auf jeden Fall, der Punkt mit den sich ändernden Richtlinien mag da wohl oder übel mit reinstimmen. Was aber trotzdem, glaube ich, nur die Minderheit dieser Erhöhung ausmacht. Wenn du guckst, du hast eine Baustelle, es soll umgebaut werden, du gibst den Auftrag der deutschen Firma. Dann hast du einen Generalplaner und der übergibt das Projekt an den Projektleiter von Firma X. Firma X holt dann die Arbeiter der Firma Y, die dann arbeiten, das zu 100% Ausländer sind, die nicht verstehen, die dann von eigentlich nötigen 50 Leuten zu 10 kommen, das dann machen sollen,
die Arbeit nur halbherzig machen, immer zu spät kommen, dann nur die Hälfte arbeiten oder den Rest rumsitzen und gucken, dann nach dem Motto mit irgendwelchen nicht mal arbeitsschutzkonform Sachen da rumhantieren, dass die, sag ich mal, mit dem Pinsel über Kopf streichen, was man ja dann wirklich nicht macht, ohne irgendwelche Sicherung. Das am besten noch mit einem Bein auf der Leiter. Mit dem anderen haben es denn immer noch nicht gelernt, dass Ausländer, die die Arbeit machen, nicht so genau machen, wie man es haben will? Mensch. Darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, dass die einfach viel zu wenige Leute machen, die in viel zu hoher Zeit das machen müssen, dadurch es auch nur halbherzig machen, weil sie einfach komplett überlastet sind. Würdest du dort 50 Polen oder Kroaten hinstellen, die würden die Arbeit vielleicht nicht mit der Penibligkeit machen wie die Deutschen, aber sie würden sie tun, was der Deutsche nicht tun würde. Guck dir doch die ganzen Leute an, die Hartz IV beziehen. Die sind sich doch zu fein, also nicht alle, das will ich jetzt ausschließen, aber so eine gewisse Gruppe. Die sind sich zu fein, sich einfach mal hinzusetzen und irgendwas Handwerkliches zu machen. Die sind sich da einfach zu fein für irgendwelche körperliche Arbeit zu verrichten. Das könnte ja anstrengend sein. Und man könnte sich ja bewegen müssen. Was sowas angeht, ist zwar schön, dass unser Staat solche Leute versucht vom finanziellen Ruin abzuhalten, aber genau gleichzeitig ist genau das falsch. Bei den Leuten, die keinen Bock auf nichts haben, die können sie gerne fallen lassen. Lass mich doch erstmal ausreden. Ich habe da jetzt erstmal angefangen, ja. Dass Leute, die in einer finanziellen miserablen Lage sind, unterstützt. Los, andererseits bringt es ja, wie man das sieht, Leute dazu, die sich dann einfach nichts machen. Und bei solchen Sachen wäre ich wirklich mal dafür, dass der Staat knallhart sagt, so Leute, ab nächsten Jahr kürzen wir euch das Hartz IV. Ja. Knallhart. Ohne Wenn und Aber. Na, wenn, so nach dem Motto, ihr habt 2 Jahre Zeit, in denen ihr das bekommt. Wenn ihr dann nichts findet, also sie kriegen ja in der Zeit durchaus Jobangebote, ist ja nicht so, dass sie keine kriegen. Ja, bloß da ist auch wieder ein anderer Haken dabei. Ja, aber jetzt grundsätzlich erstmal von der Sache her. Und wenn die alle dahin gehen, die machen, sind ja mittlerweile nicht mehr so doof und lehnen die einfach ab, weil das können sie ja nicht. Sie gehen dahin, benehmen sich wie die letzte Sau und werden dann von denen am Ende wieder rausgeschmissen während der Probezeit. Nach dem Motto, hier, ich war da und sie wollten mich nur nicht. Ja. Coole Sache. Haben sie ihr Ziel erreicht, nämlich sie haben ein Jobangebot bekommen, haben es auch noch angenommen. Nur mit dem, mit der anderen Sache, Mensch, wie langsam fährst du denn? Ich muss jetzt mal wieder auf Touren kommen, sorry. Ja. Nur mit der Sache, dass sie dann halt trotzdem da nicht arbeiten und am Ende wieder auf ihre Couch sitzen und das Pizza essen. Ja. Und ich finde, man sollte da so eine Regelung machen, dass sie das halt, was sie tun, mit Absicht. Fahr doch schon rüber. Dass sie das, was sie mit Absicht tun, dass man das dann einfach auch einschränkt. So nach dem Motto, hier mal zum Arbeitgeber nachfragen geht, warum haben sie die denn wieder rausgefeuert? Hat es einfach nicht gepasst von der Person her, dass sie einfach nicht ins Unternehmen passt? Oder hat es aus anderen Gründen nicht funktioniert? Weil dann weiß man, ob derjenige sich auch angeschränkt hat, weil es gibt ja Leute, die sind in Hartz IV unfreiwillig, wollen es nicht haben, haben ein Jobangebot und es passt einfach nicht, weil sie sich mit dem Beruf nicht identifizieren können, weil es ihnen einfach keinen Spaß macht oder weil es einfach von, sag ich mal, der Chemie mit den Mitarbeitern oder mit den Kollegen oder mit dem Arbeitgeber her nicht passt. Das gibt es ja auch. Da muss ja auch nicht mal böse sein, dass man sich überhaupt nicht leiden kann, aber es gibt halt so Sachen, dass man sich unsympathisch ist, sich nicht wohlfühlt dort, weil das Kollegium jetzt einfach, ich sag, dass die jetzt alle total fies zu einem sind und die nicht aufnehmen wollen, sondern dass es einfach von der Chemie her nicht passt, dass die halt einen anderen Charakter aufweisen, womit man sich halt einfach nicht identifizieren kann. So, jetzt dein Gedanke. Und bloß die Sache dabei ist, unser schönes und doch so schönes Arbeitsamt, was ich schon wieder total in die Tonne kloppen könnte mit der Art und Weise, die sie es machen. Ganz ehrlich, ich habe von so manchen gehört, also meine Mutter war ja kurzzeitig auch arbeitssuchend, hatte aber aufgrund des Verdienstes meines Vaters hat sie kein Zusatzgeld bekommen. Ist ja auch verständlich. Also wir konnten mit dem Geld vernünftig leben. Sie war in dem Sinne arbeitssuchend, wurde trotzdem vom Arbeitsamt immer dazu verdonnert, sich dahin zu gehen und da zu melden und dies zu melden. Die wurde für manchen Scheiß angeworben. Da denkst du dir nur ganz ehrlich, das ist unter aller Menschenwürde. Eine Person, die als Krankenschwester so einwandfrei ausgebildet wurde, ja, die wirklich als Krankenschwester wirklich sehr guten Dienst macht und auch eine gewisse fachärztliche Ausbildung hat, womit sie dann auch schon ein bisschen hier mitreden kann, dann einfach mal als Toilettenfrau abzusetzen, ganz ehrlich.
in dem Moment würde ich mir auch sagen, so Jobs hinter, auf Nimmerwiedersehen. Also es ist dann halt, so nach dem Motto, okay, wir haben eine arbeitssuchende Person, wir gucken nicht, was sie hat, wir gucken einfach nur, dass die Arbeit zugeteilt bekommt. Egal was. Ja. Da müsste man, finde ich, einfach mal gucken, dass man nach Qualifikationen geht, was hat er vorher gemacht, welche Qualifikationen hat er, wo könnte man ihn hinstecken, was könnte zu ihm passen. Aber das wäre dann schon weitergedacht. Das wäre ja dann sinnvoll. Nee, das ist, das wäre dann nicht weitergedacht. Das wäre dann wieder zu viel Arbeit für unsere Beamten ja auf dem Arbeitsamt. Stimmt, da müssten sie ja sogar noch ihre Finger bemühen und was in den Computer eintippen. Und dann auch nochmal nachgucken und dann ja auch nochmal mitdenken und dann nochmal was suchen. Und das würde ja einen Arbeitsaufwand von 5 Minuten machen. Nee, das geht so nicht. Also wenn ich wirklich mal ein Chef von einem Jobcenter wäre und die so machen, dann würde ich ihn nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern im wahrhaften Sinne des Wortes ihnen in den Arsch treten, wenn sie sowas machen. Ganz ehrlich, ob du nur den Aufwand hast, einmal eine Person konkret zu beraten und zu sagen, okay, hier die Qualifikation haben sie, die und die Möglichkeiten stehen ihnen zu, was sie machen könnten, sie können mir gerne auch noch Bereiche nennen, wo sie sich auch vorstellen können zu arbeiten. Da suche ich vielleicht auch nochmal was raus in der Kürze jetzt mal so. Und dass man halt so verschiedene Sachen hat, okay, wo man sagt, das passt zu ihrem Abschluss, den sie haben, das passt zu ihrer vielleicht beruflichen Ausbildung, die sie schon haben. Und vielleicht ist das auch ein neues Themengebiet, was sie interessieren könnte, was vielleicht so ein bisschen zu ihnen passt, wo sie noch Interesse zeigen, was weiß ich. Und wenn man dann einmal so jemanden konkret war, sage ich mal, einen Termin von einer Stunde, zwei Stunden mit demjenigen hat, mag zwar erstmal viel klingen, und den dann konkret vermittelt und den dann vielleicht ordentlich an eine weitere gute Arbeitsstelle vermitteln kann, ist das doch besser, als wenn man 10.000 Mal wieder neu hintanzen muss, wo man wieder diese 10, 15 Minuten Gespräche hat, wenn überhaupt. Und nichts Gescheites dabei rauskam. Wo nichts dabei rauskam, wo man am nächsten, im nächsten Monat oder im nächsten Quartal wieder hinrennen muss. Da haben die doch viel mehr Aufwand, als wenn ich einmal ganz entspannt die Sache angehen und konkret beraten und dann sagen, okay, hier, das und das können sie machen, das kann man ihnen zutrauen, in Anführungszeichen, jetzt ohne es böse zu meinen. Hierfür bräuchten sie vielleicht noch eine Weiterbildung, wenn sie dafür bereit wären, können wir das auch machen. Dass man das vielleicht auch angibt in irgendwo, dass man, sage ich mal, man hat es vorher, bevor man so einen Termin hat, oder man holt sich einen Termin ab und kriegt da halt vorher noch so eine, oh, ich muss tanken, fällt mir gerade auf, demnächst. Nächste Tanke raus, okay. Ja. Dass man so gesehen eine Internetseite bekommt, wo man ein Formular ausfüllt schon mal, sage ich mal, in Sachen hier, die und die Qualifikation habe ich, hier und hier könnte ich mir vorstellen, in der und der Branche auch zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, Weiterbildung zu machen, ich kann mir vorstellen, keine Weiterbildung zu machen. Halt so einen kurzen Fragebogen zu machen, was man sich so vorstellen könnte. Und dass der Mitarbeiter, der sich dann sozusagen ein oder der einen dann betreut, dass der sich diesen Fragebogen kurz angucken kann, dann kurz Sachen raussuchen kann, dann halt dem entsprechenden Menschen dann auch vortragen oder vorgeben oder zeigen kann, sage ich mal. Dass das halt in der Form auch ist. Das Problem dabei ist aber, wenn ich mal kurz zwischenfunken kann. Ja, darfst du. Wir hatten damals in der 10. Klasse fortbildende Tage. Da ging es dann an die Universität hier in Magdeburg, beziehungsweise dann auch an die Hochschule hier und ebenfalls an das Jobcenter am dritten Tag. Und das Jobcenter, da hatten uns die Mitarbeiter vom Jobcenter angeboten, mal in einem, nennt man das? Ich sag's jetzt einfach mal, so ein Rechner, der dir dann so bestimmte Jobs raussucht. Je nach eingegebenen Qualifikationen, was du kannst, wofür du dich interessierst, wofür du denkst, dass du fähig bist und dergleichen, raussucht, welche Jobs drin sind. Ist auch irgendwie so, dass immer die untersten Jobs nehmen, weil ich habe meine Qualifikation reingesetzt. Ich bin momentan auch Wissen bzw. verdrängt haben oder dergleichen Student für Maschinenbau, bzw. versuche gerade meinen Bachelor in Maschinenbau zu absolvieren.